Eine Gynäkomastie ist eigentlich die Ausbildung einer Brust beim Mann. Das kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das kann einfach mal nur der Drüsenkörper sein, der vergrößert ist, oder aber bis zur Ausbildung einer kompletten Brust. Und das kann unglücklicherweise manchmal auch asymmetrisch noch sein. Aber das ist das, was wir heute unter dem Begriff Gynäkomastie verstehen. Die Gynäkomastie ist altersunabhängig. Das kann schon bei sehr jungen Männern auftreten, wird dann auch meist noch störender als störender empfunden. Wir haben verschiedene Ursachen heute dafür. Das kann an der Ernährung liegen, dass wir natürlich hier eine höhere Hormonbelastung haben. Das kann auch mal Medikamentenmissbrauch sein oder Doping, wobei wir da oft einseitige Gynäkomastien sehen. Oder es kann natürlich auch im Alter dann kommen, durch eine zusätzliche Fettgewebsansammlung oder einen erhöhten Östrogenspiegel. Bei der Behandlung der Gynäkomastie geht es darum, dass wir zum einen den Drüsenkörper etwas entfernen, wenn er vergrößert ist. Und zwar ist da wie bei einem Eisberg, ein Teil ist oberhalb der Haut, unter der Brustwarze. Und dann hat es in der Tiefe auch noch Drüsengewebe, das wir über einen kleinen Schnitt am Brustwarzenrand dann komplett entfernen. Das ist sicher der wichtige Teil. Sieht man oft bei Leistungssportlern, die eben dann kein Fettgewebsplus haben. Und im zweiten Teil, wenn wir Fettgewebe haben, entfernen wir das zusätzlich über zwei kleine Schnitte, die man dann eben am Brustkorb platzieren muss und saugen das Fettgewebe dort ab, nachdem es im Vorfeld wie bei einer klassischen Fettabsaugung durch eine verdünnte Lokalanästhesie betäubt worden ist. Die Kostenübernahme bei einer Gynäkomastie sind teilweise von der Krankenkasse gegeben. Man kann im Vorfeld mit einer Fotodokumentation das einreichen. Es empfiehlt sich in der Regel auch eine urologische Abklärung, wo man mal die Hormone überprüft. Es gibt auch Brustkrebs beim Mann, wo man dran denken muss, aber es ist extremst selten. Meistens kann man durch eine umfangreiche Anamneseerhebung herausfinden, warum diese Gynäkomastie besteht und dann zusätzlich vielleicht noch einen Ultraschall machen und dann den OP-Eingriff besprechen. Gynäkomastie kann grundsätzlich wiederkommen. Das ist möglich. Das kann durch Wechsel bei den Lebensgewohnheiten auftreten, durch Hormonschwankungen. Das Drüsengewebe wird ja nicht ganz entfernt und insofern kann es wieder nachwachsen. Beim Fettgewebe ist es ähnlich. Auch hier kann sich Fettgewebe wieder ausbilden. Vor der OP heute der Gynäkomastie ist es wichtig, dass man sich gut vorbereitet, dass man weiß, dass man hinterher für eine Woche etwa ein Brustband tragen muss und dass der Eingriff in Narkose stattfindet. Schmerzen bei der Gynäkomastie beim Eingriff gibt es in der Regel nicht. Es gibt ein Spannungsgefühl, man hat einen leichten Muskelkater, es kann auch mal einen Wundschmerz geben, aber normalerweise ist es nicht sehr unangenehm. Es wird auch mit Antibiotika und Schmerzmitteln dann nachbehandelt und dann erholt man sich relativ schnell. Beim Eingriff der Gynäkomastie machen wir in der Regel eine leichte Narkose, damit man da nicht von nichts merkt. Die Männer haben doch eine festere Haut in der Regel oder ein festeres Bindegewebe und dann ist es unangenehmer beim Absaugen und das können wir dadurch vermeiden. Nach der Operation ist wichtig, dass ich 2 bis 3 Tage vielleicht Ruhe habe, das Brustband für eine Woche trage, für 2 Wochen keinen Sport mache und dann meine Medikamente nehme und versuche eben den Oberkörper etwas hochzulegen. Risiken bei der Gynäkomastie sind eigentlich die klassischen operativen Risiken. Natürlich kann ich auch mal die Haut zu stark ausdünnen, dass ich auch hier einen Verlust der Brustwarze hätte oder so eine sogenannte Nekrose mit Durchblutungsstörungen. Das Gefühl verändert sich ein bisschen am Anfang, reguliert sich aber über ein paar Monate dann wieder zurück zum Normalen. Natürlich kann es dadurch, dass wir Fett absaugen, auch mal Unebenheiten geben oder eben, wie schon erwähnt, dass der Drüsenkörper nochmal nachwächst später.
Die Operation bei der Gynäkomastie geht etwa eine Stunde und es ist ein ambulanter Eingriff. Ich kann also direkt nach Hause dann.